Der Vortrag, den ich heute halten möchte, dreht sich um die Grundlagen von E-Mail. Das ist halt wirklich für Einsteiger gedacht. Wenn da Fragen zwischendurch sind, einfach Zwischenfragen. Ich denke, bei der Teilnehmergröße könnte er das spontan zwischendurch beantworten. Das kann ich geben. Hallo. Wir haben noch ein, zwei Plätze frei. Das ist gut. Gut, ich möchte mich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Frank Agerholm. Ich bin hier von der Linux-User-Gruppe Flensburg und möchte diesen Vortrag halten. Beruflich bin ich als System Engineer unterwegs, das heißt, ich administriere im Rechenzentrum eine größere Anzahl an Servern, bin da auch mit der Planung und Konzeption beschäftigt, dass ich also die Systeme mit neu einrichte, dass wir neue Anforderungen reinkommen, wir konzipieren, wie viele Server brauchen wir da, welche Dienste brauchen wir da, solche Geschichten. Und bin eigentlich seit Anfang an von meiner Administrator-Tätigkeit schon mehr oder weniger Open Source Junkie. Ich unterstütze das, wo ich kann, durch solche Vorträge oder auch bei uns in der Linux-User-Gruppe, weil ich da einfach so mein Steckenpferd gefunden habe und dort neugierig in alles reinschauen kann, was mich interessiert und nicht ausgebremst werde. Vielleicht kurz zur Linux-User-Gruppe Flensburg. Wir sind halt ein Verein von Open Source und Linux Interessierten. Naja, eigentlich war es mal aus dem Bereich Flensburg, aber Teile unserer Mitglieder sitzen inzwischen in Lübeck, in Kiel, haben wir ein paar über die gesamte Küste verteilt. Das liegt einfach daran, dass wir hier oben relativ wenig Linux-Organisationen haben. Das konzentriert sich immer auf wenige Punkte und von daher ist der Einbezugskreis relativ groß. Und der Zweck unseres Vereins ist es halt, Open Source und speziell Linux zu unterstützen, darüber aufzuklären, Fragen zu beantworten, allgemein so das Verständnis für Open Source ein bisschen zu vermitteln, um das in der breiten Masse etwas publik zu machen und somit unseren Teil zur Open Source Entwicklung beizutragen. Und in dem Vortrag heute möchte ich einfach mal auf die E-Mail-Grundfunktionalitäten eingehen, weil das für viele inzwischen schon in den Hintergrund gerückt ist. Mir ist es selber im letzten Jahr aufgefallen, wo ich wie als ITler häufig gefragt wurde, Mensch, kannst du mir mal kurz helfen? Ich habe da ein Problem mit Mail. Und wo man so dann drüber sprach, ja, was benutzt du denn? Ja, ich klicke da immer auf dieses E und dann gebe ich da oben irgendwie einen Suchbegriff ein, gebe meine E-Mail-Adresse ein und dann kann ich mich da anmelden und dann geht das schon irgendwie. Und wo dann auch gesagt wurde, ja, das ist ja blöd, so bei E-Mail und dann mache ich lieber irgendwelche Community-Netzwerke, weil bei E-Mail, da ist ja das Postfach so schnell voll und dann muss ich Mails wegschmeißen und finde all die Sachen nicht wieder. Und ich sage einfach so ganz normal, warum benutzt du denn nicht ein E-Mail-Programm auf deinem Laptop? Und erwartete oder beziehungsweise erntete dann ein erstauntes Gesicht. Und das war eine Studentin, die arbeitet jetzt inzwischen als Pädagogin, die hat während ihrer Studienarbeit viel mit dem Rechner arbeiten müssen und die kannte noch nicht mal ein lokal installiertes E-Mail-Programm. Und da merkte ich so, das gerät immer weiter in den Hintergrund. Es wird inzwischen wie selbstverständlich genutzt, aber das Verständnis, was passiert da im Hintergrund, das fehlt häufig. Und das war für mich Anlass, diesen Vortrag vorzubereiten. Wir haben das letztes Jahr in Flensburg schon auf einer Veranstaltung, wo es rein um Sicherheitsthemen im Internet ging, einmal durchgeführt und haben auch da das Feedback gehabt, dass viele sich so in der Tiefe da gar nicht mit auskannten oder nicht wussten, wie man mit ihm umgeht. Von daher mache ich in letzter Zeit häufig wieder so Grundlagenvorträge, anstatt da sehr stark in die technischen Details einzugehen oder so spezielle Software vorzustellen. Einfach um für diejenigen, die jetzt einsteigen, die halt nicht seit 10 Jahren in der IGV dabei sind, nochmal so ein bisschen Anreiz zu geben, sich damit weiter zu beschäftigen oder auch mal zu verstehen, was da los ist. Gerade in den letzten 1,5 bis 2 Jahren hat das ja noch mehr an Aktualität gewonnen, weil auch Themen mit E-Mail und Sicherheit im Internet zu tun haben, immer wieder in den Schlagzeilen auftauchen, wenn halt neue Dokumente aus dem Snowden-Fondus veröffentlicht werden, ist das ab und an mal wieder Thema, dass das auch in den renommierten Fernsehnachrichten und ähnlichem mal auftaucht. Ja, wir fangen deswegen ganz von vorne an. Wir gucken einfach mal, wie entsteht so eine E-Mail überhaupt. Ich habe als Beispiel jetzt hier mal ein Bild genommen von einem Webmail-Anbieter, wo ich mich im Prinzip von überall aus mit meinem Handy, mit dem Laptop, mit dem großen Rechner zu Hause, wenn ich unterwegs bin, anmelden kann, gebe meinen Benutzernamen und Passwort ein und habe Zugriff auf meine Mails, die da liegen. Ich habe die Möglichkeit, hier eine neue Mail zu verfassen, wo ich ein bisschen Text einfügen kann. Die meisten ermöglichen mir, das dann noch Dateien mit dran zu hängen. Ich kann bei vielen inzwischen auch schon so Spielereien machen, dass ich meinen Text formatiere mit Fett und Blinkend und was das dann nicht noch alles gibt.
Und so, das ist diese Ansicht, die die meisten jetzt eigentlich kennen, wie viele Leute inzwischen eine E-Mail machen, weil es halt von überall geht. Ich muss nichts installieren, ich kann es einfach so von Haus aus dem Rechner machen. Die andere Alternative ist halt, ich mache das Ganze zu Hause. Ich installiere mir auf meinem Computer ein separates Programm dafür. In diesem Fall ist das Mozilla Thunderbird, habe ich da mal drauf. Nicht wundern, der Screenshot ist in Englisch. Ich habe bevorzugt da die englischen Einstellungen. Im Deutschen sieht es genauso aus. Ich habe nur den Screenshot nicht ausgetauscht. Und da sehe ich auch im Prinzip, die Funktionen sind ähnlich. Ich habe meine Empfänger, die ich mit angeben kann. Ich gebe ein Betreff mit an, habe meinen Text dabei. Oben bei Attached sieht man, okay, ich kann da auch etwas an diese E-Mail ranhängen. Es ist also ein bisschen ähnlich, aber ich habe es halt lokal bei mir auf dem Rechner und kann da genauso eine E-Mail erzeugen und auf dem Weg mitschicken. Wenn man das mal so ein bisschen runterbricht, um zu sehen, was ist in so einer Mail überhaupt eigentlich alles drin, besteht so eine E-Mail aus zwei verschiedenen Teilen. Das eine ist ein Kopf, wo verschiedene Informationen über diese E-Mail drinstehen. Da sind also auch solche Sachen wie der Absender dabei oder der Empfänger. Oder ein Datum, wann habe ich diese E-Mail verschickt. Oder halt auch der Betreff, damit man einfach in der Kurzansicht, in den Listen sehen kann, worum dreht sich das in dieser E-Mail. Und was man bei Webmailern, was ich im ersten Bild gezeigt habe, häufig schon nicht mehr in der Unterscheidung so deutlich sieht, ist, dass wir von den Empfängern drei verschiedene Kategorien da drin haben, die in so einer Mail möglich sind. Dieses Tor, also das, was in den deutschen Mailern überall an heißt, oder Empfänger, das ist so derjenige, an den ich original die E-Mail schicken möchte. Wenn ich also jemanden auffordere, möge mir antworten und möge was bearbeiten, dann steht dort diese E-Mail-Adresse mit drin. Die Empfänger, die mit CC angegeben werden, das kennt man vielleicht mal von früher, von dem Durchschlagpapier. CC steht für Carbon Copy. Das sind also das, was man als Kohlepapier als Schreibmaschine mit dazwischen gepackt hat, um sich einfach einen Durchschlag von einem Brief zu machen. Das ist hier das Ähnliche. Empfänger, die in diesem CC-Feld eingetragen werden, empfangen die Mail genauso, die als Tor eingetragen sind. Das ist quasi so eine Art zu deiner Info. Damit kann ich den Verteilerkreis erweitern. Von den Leuten, die ich als CC eintrage, erwarte ich dann aber gar nicht, dass sie mir antworten, weil das wirklich alte Information ist. Sie sollen halt etwas als Kopie bekommen. Was bei E-Mails im Gegensatz zu den meisten Anbietern mit den Programmen funktioniert, ist dieses BCC. Das ist bei vielen Programmen inzwischen ausgeblendet, dass man das separat aktivieren muss. Das ist eine sogenannte Blind Carbon Copy, also eine blinde Durchschrift quasi. Wenn ich dort jemanden eintrage als Empfänger, kriegt er die Mail genauso, aber die Empfänger können nicht sehen, dass er eine Kopie davon bekommen hat. Das kann auch manchmal im Geschäftsverkehr oder auch wenn man so ganz normal mailt, von Vorteil sein. Oder auch wenn man das privat macht, ab und an kriegt man mal so Mails, da ist ein riesiger Verteilerkreis drin, da habe ich 40 E-Mail-Adressen im Empfängerbereich drin und ich kann so richtig schön sehen, okay, mit wem hat dann der Absender alles Kontakt. Wenn ich eine Mail mit einer Einladung zum Beispiel verschicken will, kann ich meine eigene E-Mail-Adresse in das Torfeld eintragen, damit überhaupt was drin steht, und im DCC liste ich 30 Empfänger an. Und jeder kriegt diese Mail, aber man kann nicht sehen, an wen sie noch alles geht. Ist halt eine interessante Funktion, wenn man nicht unbedingt die gesamten E-Mail-Adressen von seinem Freundeskreis verteilen möchte und jeder es sehen soll. Aber das sind auch schon so Sachen, die dann selber genutzt werden. Ganz kurz eine Frage, BCC. Wird das mit dieser Funktion dann vom versendenden Mail-Server ausgeführt? Das heißt, dass der empfangene Mail-Server, der kriegt diese Information schon gar nicht mehr? Ja, da ist noch eine Unterscheidung mit drin. Das ist Sache der Mail-Server. Da ist das so ein bisschen vergleichbar, wenn man so in dieses klassische Postsystem reingeht. Das, was ich hier an Informationen drin habe, wäre so ein Briefkopf, den ich auf meinem Schreiben habe, den ich auf der Rechnung habe. Da kann ich auch genau sehen, an wen ist das gegangen, wer ist Absender. Wenn ich aber auf dem Briefumschlag nicht all diese Daten mit draufschreibe, weiß jemand, der das transportiert, das nicht. Oder ich kann es andersrum machen, ich kann diesen Brief, den ich an eine Person schreibe, in mehrere Briefumschläge packen und an beliebige Personen verschicken. Die bekommen sie alle, es ist aber an dem Brief selber nicht zu erkennen. Und so ist es da auch. Also die Mails werden ganz normal an den Server weiterverschickt und der verteilt sie auch an alle Empfänger, die in dem BCC drinstehen. An der Mail sehe ich aber nachher nicht mehr, dass sie an diesen Empfänger gegangen sind. Mit der Unterteilung der Mail in diese zwei Teile ist bei dem Kopf noch das Interessante,
In den Nachrichten hört man jetzt häufig diese Diskussion über die Metadaten, die ja gesammelt werden sollen. Oder die auch viele Organisationen, ob Regierungen oder auch viele Firmen inzwischen wegspeichern. Im Falle von E-Mail redet man bei diesen Metadaten wirklich um diese Informationen. Weil ich daraus sehen kann, wann hat wer mit wem E-Mails ausgetauscht. Und das sind solche Sachen, die auch in Deutschland mit der deutschen Rechtsprechung erhoben werden dürfen. Da kriege ich also gar nicht unbedingt was von mit. Hat halt noch nichts mit der eigentlichen Kommunikation zu tun, weil ich noch nicht weiß, was steht da jetzt eigentlich drin in dieser Mail. Aber es sagt schon viel darüber aus, wer unterhält sich überhaupt mit wem. Der zweite Teil der Mail ist dann der Inhalt, der sogenannte Body, wo also unterschiedlichste Informationen drin sein können. Was wir in den Bildern vorhin gesehen haben, waren ganz normale Textnachrichten, wo ich also nur rein meine Zeichen eintippen kann, da gibt es keine Formatierung, da kann ich keine Bilder einfügen. Das ist so dieses Ursprüngliche, wie Mail einfach eigentlich mal angefangen hat. Dann kann ich das Ganze auch mit formatierten Nachrichten machen. Da habe ich dann im Prinzip dieselben Möglichkeiten, wie ich das auch bei einer Textverarbeitung machen könnte. Ich kann da unterstreichen, ich kann was fettdrucken, ich kann Bilder mit einfügen, ich kann meinen Text ausrichten. Also da habe ich gestalterisch viel mehr Möglichkeiten, sodass so eine Nachricht, die ich empfange, schon fast so aussieht wie ein ganz normaler Geschäftsbrief. Und gerade Firmen machen das sehr häufig, damit das einheitlich aussieht, dass so eine Mail, die man offiziell von einer Firma bekommt, dass dasselbe aussehen hat wie eine Rechnung zum Beispiel, die ich von der Firma bekomme. Das sind diese HTML-Mails. Und man kann halt auch beliebige andere Anhänge damit verschicken. Das können Bilder sein, das können aber auch solche ZIP-Dateien sein, wo irgendwie mehr Informationen drin sind. Das können ganz normale Office-Dokumente sein, wie solche Präsentationen. Das können kleine Videos sein. Alles, was ich an Dateien auf dem Rechner habe, kann ich eigentlich per Mail verschicken. Die einzige Einschränkung ist dabei, einfach aus Gründen der Abwickelbarkeit, da ist meistens eine Größenbeschränkung dabei. So viele E-Mail-Anbieter, die cutten so mal 30 oder 50 Megabyte E-Mail-Größe heute, die E-Mails, dass sie sagen, das ist zu groß, das leite ich nicht mehr weiter. Früher war das wesentlich kleiner, da hat man also schon, wenn man über 2 Megabyte große E-Mails verschickt hat, Probleme. Ja, weil halt gerade so dieses Hintergrundwissen über die Mails immer mehr verschwindet oder man sich da auch heute keine Gedanken mehr macht, habe ich nochmal so ein paar Tipps zusammengefasst, die früher so in diese Netiquette mit reingerechnet wurden, dass man einfach beim Umgang mit E-Mail sich so ein paar grundsätzliche Sachen anschaut. Da ist zum Beispiel immer empfehlenswert, einen aussagefähigen Betreff zu wählen, wenn ich so eine Mail verschicke. Wenn ich in meinen Posteingang reinschaue, kann ich das schon sehr gut unterscheiden, wer, sag ich mal, von meinen Kontakten IT-nah ist und welcher nicht. Diese ganzen weißen Zeilen, wo kein Betreff drin steht, das ist meistens Sportverein oder sonstige Leute, die nichts mit Mail kennen. Weil dieser Mail, der Betreff einfach in den Listen, wenn ich in meinem Postfach 100 E-Mails sehe, der Anhaltspunkt ist, nach dem ich suche, wenn ich eine ganz bestimmte E-Mail haben möchte, die ich vor 4 Wochen empfange. Dann gehe ich natürlich nach dem Absender, weil ich meistens weiß, wo habe ich die Information herbekommen, und nach diesem Betreff. Dass ich ihn also nicht irgendwie 50 E-Mails durchlesen muss, um diese eine zu finden. Deswegen ist es immer empfehlenswert, dort einen aussagekräftigen Betreff zu verwenden. Ich habe es jetzt hier in dem Beispiel mal, dass man nicht in den E-Mail Hallo Hauke reinschreibt, da sind in den Empfängerpostfach vielleicht ein paar mehr von, sondern mit Referentenanfrage, Kieler Linux-Tage, da findet man diese Mail dann wesentlich schneller und besser wieder. Dann, was man bei Mail auch häufig vergisst, ist die Tatsache, dass auf der anderen Seite immer nur Text ankommt. Vieles, was so im Gespräch untereinander ganz normal ist, dass man so die Stimmung ein bisschen mitkriegt, dass man den Gesichtsausdruck sieht, dass man interpretieren kann, meint mein Gegenüber das jetzt gerade scherzhaft oder wenn ich angeflaumt wurde, sieht der vielleicht vollkommen gestresst und hektisch aus, dann nehme ich das nicht so ernst. Das fehlt in den Mails alles, das wird nicht mit übertragen. Deswegen empfehle ich immer, da sehr vorsichtig mit zu sein und das nochmal sicherheitshalber ein zweites Mal zu lesen, denn wenn diese Mail einmal raus ist, dann habe ich keine Chance, die nochmal zurückzuholen und zu korrigieren. Deswegen da immer nochmal querlesen. Genauso ist das, wenn man längere E-Mails schreibt, dass man einfach nochmal guckt, habe ich das, was ich da jetzt zusammengeschrieben habe, erreicht das wirklich den Sinn und Zweck, den ich mit der Mail erreichen wollte, oder habe ich mich da irgendwo verzettelt? Kann man also sehr viele Sachen mit abfangen, die dann auf der Empfängerseite unschön ankommen oder zu Verwirrungen führen oder nicht. Und ja, wie gerade schon gesagt,
die Mail lässt sich halt auch nicht zurückholen. Wenn die einmal aus meinem Rechner raus ist, dann ist die unterwegs. Wenn ich dann noch feststelle, ach, das könnte mein Empfänger vielleicht irgendwie missverstehen, da habe ich mich blöd ausgedrückt, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich schicke noch eine Entschuldigungsmail hinterher oder ich greife zum Telefonhörer. Aber diese Mail ist für mich erstmal weg, da komme ich nicht mehr ran. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite mal schauen, wenn ich so eine Mail verschickt habe, muss sie auch irgendwo ankommen. Wie sieht das auf der Empfängerseite aus? Wir haben für diese E-Mail-Adressen immer ein Postfach. Ein Postfach ist eigentlich so der Ort, wo Mails erstmal gespeichert werden, wo ich die alle zentral an einem Ort habe. Und diese Postfächer sind halt durch die E-Mail-Adressen, die man verwendet, eindeutig. Da gibt es also nicht zwei Stück von. Und alles, was an eine E-Mail-Adresse geht, landet auch nachher im selben Postfach. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit den Briefkasten, die man an der Wand zu Hause hängen hat. Alles für den Empfänger geht da halt rein. Diese Postfächer, das sind halt Speicherplätze auf einem Server im Internet. Die stehen also nicht irgendwo direkt bei mir vor der Haustür, sondern ich weiß im ersten Moment gar nicht, wo ist das. Liegen meine Mails in diesem Postfach jetzt warm und trocken irgendwo hier in Deutschland rum oder liegen die im Ausland? Weiß ich nicht, kann ich so im ersten Moment nicht sagen. Damit man an die E-Mails nicht so einfach rankommt, wird so ein Postfach mit Benutzernamen und Passwort geschützt. Damit also sichergestellt ist, dass nur der Eigentümer von diesem Postfach das wirklich abholen kann. Bei der Analogie bleiben ist das halt der Schlüssel für meinen Briefkasten an der Hauswand, damit man nicht an die Briefe kommt. So ein Postfach ist heute aber nicht nur Speicherplatz für E-Mails, sondern wenn man sich die Anbieter anschaut, auch die, die es im kostenlosen Bereich gibt, sind da viele Zusatzfunktionen bei. Da werden die E-Mails automatisch auf Yen gescannt. Ich habe Spamfilter dabei, damit unerwünschte Werbung wegbleibt. Ich kann diese E-Mails auf dem Server sortieren, dass ich also sage, meine Firmen-E-Mails kommen in den einen Ordner rein, meine privaten E-Mails in den anderen Ordner, dass ich so ein bisschen mehr Ordnung da drin halte. Ich kann E-Mails weiterleiten, entweder manuell oder ich kann auch sagen, wenn ich im Urlaub bin, dann gehen bitte alle Mails, die reingehen, an meine Vertretung weiter. Ich habe da Adressbuchfunktionen dabei, dass ich mir die ganzen E-Mail-Adressen, mit denen ich arbeite, nicht alle merken muss. Ich habe einen Papierkorb dabei, damit, wenn ich mich verklickt habe, dass nicht sofort alles weg ist, sondern im Prinzip, wie man das halt von zu Hause aus mit einem Stück Papier kennt, dass ich nochmal nachgraben kann und da dann wirklich nochmal sagen kann, die Mail möchte ich wiederherstellen. Und in diesem Sinne gibt es noch viele Zusatzfunktionen, die man da haben kann. Das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von den verschiedenen E-Mail-Anbietern, was die halt zusätzlich zu einem Postfach machen. Wenn wir uns nochmal diese Geschichte mit den Servern anschauen, dann gehen wir nochmal so ein bisschen rein, wie funktioniert das im Internet überhaupt? Weil das ja auch wichtig ist, wie werden solche Mails überhaupt weitergeleitet, was passiert da? Wenn ich das zu Hause mache, dann kenne ich ja wenigstens noch eventuell den Postboten, der bei mir vom letzten Ende die Briefe in den Postkasten transportiert, aber im Internet weiß ich nicht, was da abgeht. Und diese Server sind halt Computer im Internet, die ganz bestimmte Dienste bereitstellen und die dafür spezialisiert sind. Und jeder von diesen Servern muss ja irgendwie ansprechbar sein, der muss auch eine Adresse haben, so wie wir das in der postalischen Anschrift im wahren Leben haben. Und das sind im Internet diese IP-Adressen. Das IP steht für Internetprotokoll. Das sind alles Zahlenangaben. Man sieht da hinten hier zum Beispiel bei diesem Mail-Server, den ich mit eingezeichnet habe, mit der 85.25.152.53, das ist die Adresse von genau einem Server. Und das sind deswegen Zahlen, weil der Computer mit Zahlen am besten umgehen kann und die am schnellsten verarbeiten kann. Deswegen spielt sich das alles nur auf dieser Zahlenbasis. Ja, da man sich diese Zahlen nicht alle einzeln merken kann und vor allen Dingen ja nicht für jede E-Mail-Adresse irgendwie selber angeben möchte, auf welchen Server soll denn diese Mail, hat man angefangen, dafür Namen zu vergeben. Da sieht man also für die IP-Adresse, die ich vorhin erwähnt hatte, mail.lookfl.de, das kann man sich erheblich besser merken als die vier Zahlen, die dahinter stehen. Dieses Namenssystem im Internet nennt sich DNS. Das ist im Prinzip ein riesengroßes Verzeichnis, wo sämtliche Server, die es im Internet gibt, mit einem Namen versehen sind. Und da kann ich verschiedene Sachen abfragen. Da kann ich also zum Beispiel fragen, gib mir bitte mal zu dem Namen www.lookfl.de die Serveradresse, die dahinter steht, wenn ich also von diesem Namen www.lookfl.de Informationen abfragen will, in welchem Computer im Internet muss ich mich erwenden. Wenn wir das auf das Bild weiter übertragen, dann fängt das schon an und wird so ein bisschen deutlicher.
weil man sich jetzt die unterschiedlichen Mail-Server merken kann. Da kann man also schon sehen, was ist da so mit drauf, und wir haben so ein bisschen Unterscheidungskriterien. Die Systeme im Internet können sich halt aufgrund ihrer Adressierung alle miteinander unterhalten und können Daten miteinander austauschen. Das sind Protokolle, die inzwischen schon seit mehreren Jahrzehnten etabliert sind, wo wir im Prinzip auch überhaupt nichts von mitbekommen. Allerdings sind diese Mail-Server nicht alle direkt miteinander verbunden, sondern dazwischen gibt es noch so ein Zwischending, die nennen sich Router. Das sind Systeme im Internet, die eigentlich nur Daten weiterleiten sollen. Wenn man das so mit dem Straßenverkehr vergleicht, ist das im Prinzip so eine Kreuzung, wo ich verschiedene Wege habe. Wenn ich den ersten Router hier sehe, der hinter dem mail.fl.de hängt, der hat also zwei weitere Anbindungen, der kann seine Daten entweder rechts rum oder links rum schicken, und der ist dafür zuständig, dass solche Daten wirklich an der richtigen Stelle ankommen. Wenn mein Mail-Server also etwas Richtung web.de schicken möchte, dann sagt der Router, ja Moment, web.de, da weiß ich, da geht es hier links lang, und schickt die Daten über den Link, den ich auf die Reise. Diese Router sind halt Systeme, die man auch so im Betrieb gar nicht mitbekommt, weil das gerade das ist, was das Internet ausmacht. Man nutzt sie einfach, da gehen meine Daten durch, aber sie sollen eigentlich nicht weiter auffallen, sie sollen nichts an den Daten verändern. Wenn man so ein Bild vom Internet nochmal vollständig machen möchte, dann sind da ja auch noch andere Geräte mit drin. Wir haben da die Computer, das habe ich jetzt mal mit dem Laptop eingezeichnet, die ganz normal als Teilnehmer dabei sind, weil auch wenn wir eine Webseite abrufen oder eine Datei runterladen, dann passiert das über genau dieselben Techniken und Wege. Unsere Handys, die Smartphones von heute, die sind auch meistens schon mit dem Internet verbunden. Viele Funktionen gehen ohne Internetanbindung gar nicht mehr. Und wenn man nach rechts oben guckt, auch die ganzen neuen Fernseher, die man heutzutage kauft, die lassen sich alle mit einer Internetverbindung ausstatten, damit man Zusatzfunktionen entsprechend nutzen kann. Das heißt, auch die spielen damit. Das ist also ein großer Verbund von Systemen, der das Internet damit ausmacht. Zwischenfrage. Wo stehen die Router? Wer treibt sie? Wie werden sie finanziert? Die Router, die sind Sache von den Internetanbietern, die ich habe, von den Providern. Als Privatkunde hat man da ja die großen T-Online, Versatel, 1&1, Strato, da gibt es noch diverse mehr, die sowas zur Verfügung stellen, und die betreiben diese ganzen Systeme und finanzieren sie auch. So, und durch die Anschlussgebühren, die man also hat, wenn man monatlich seine Telefonrechnung bezahlt, werden auch solche Geräte mit finanziert und betrieben. Andere Teile davon, wenn das andere Firmen sind, die halt geschäftlich damit zu tun haben, große Online-Auktionshäuser, große Online-Shop-Systeme, wo ich einkaufen kann, die betreiben zum Teil eigene Infrastrukturen, wo die also auch selber Router ins Internet stellen. Die sind dann auch Teil davon, aber das ist halt immer irgendwie finanziert über das Angebot, was sie dem Kunden zur Verfügung stellen. Wenn wir jetzt langsam wieder Richtung E-Mail zurückgehen und uns mal anschauen, irgendwie muss ja so eine Mail den Weg durchs Internet finden, damit man weiß, wo das Ganze hingeht. Und da gibt es für diese E-Mail-Adressen festen Aufbau. Die E-Mail-Adresse erkennt man ja immer daran, dass da in der Mitte dieses A mit dem Kreis drumherum ist, das Headzeichen. Und das lässt sich verwenden, um die E-Mail-Adresse in zwei Teile aufzuteilen. Links davon ist ein Benutzername und rechts davon ist ein Domainname. Diese Domainnamen sind im Prinzip sowas wie der Name einer Firma im Internet. Da findet man also alles, was zu dieser Firma oder zu der Organisation gehört, zu. Also wenn ich das mal mit dem Beispiel der Log.fl mache, dann gibt es da nicht nur den Mail-Server mail.log.fl, den wir gesehen haben, der gehört halt zur Log Flensburg, sondern auch die Webseite www.log.fl.de. Wir haben da Foren, wir haben Chat-Server und so weiter. Die tauchen alle unterhalb dieses Namens log.fl.de auf. Das ist also im Prinzip meine Zusammenfassung. Alles, was mit der Log Flensburg zu tun hat, ist mit diesem Domainnamen verknüpft. Und das ist bei den großen Firmen genau dasselbe. Die haben zum Teil mehrere Domainnamen, aber es dreht sich immer alles drum. Es ist also eine organisatorische Einheit, die einfach zusammengehört, wo Verschiedenes dran hängt. Und wenn ich das jetzt auseinandergenommen habe und sage, ich habe da einen Domainnamen, also alles, was irgendwie denselben Domainnamen hat, muss in dieselbe Richtung, muss zu denselben Servern, dann kann ich dieses Adressbuch im Internet befragen und kann sagen, wenn ich jetzt an den Empfänger x@web.de schreiben soll, wo soll denn das hin? Ich
nehme diese E-Mail-Adresse auseinander und erhalte da die Information, dass die Domain web.de ist und kann jetzt mein DNS, also mein Adressbuch im Internet fragen, gib mir doch bitte mal den Server, der dafür zuständig ist, Mails für web.de zu verarbeiten. Und dann kann mir mein Adressbuch sagen, das ist mail.web.de, da musst du dich hinwenden, dann frage ich noch einmal nach Google. Dann gib mir doch mal bitte die Internetadresse für diesen Server und kriege dann die Antwort 213.165.67.108. Und damit sind also alle Informationen vorhanden, damit ein Computer weiß, da muss ich jetzt meine Daten hinschicken. Ja. Was ich die IP habe, kann ich auch E-Mail schreiben an frank@213.165 und so weiter? Nee, das funktioniert nicht. Das sind halt unterschiedliche Ebenen, weil das wirklich nur die Adresse ist, zu dem Server, wo diese E-Mail hin soll. Und heutzutage ist es auch so, mit web.de ist jetzt ein sehr großes Beispiel, wenn ich kleinere Organisationen nehme, dieser Server, wo lookfl.de drauf liegt zum Beispiel, der ist noch für viele andere E-Mail-Domains auch zuständig, die verarbeitet er auch mit. Das liegt alles auf einem System drauf, hat alles dieselbe IP-Adresse. Also wäre das nicht eindeutig, wo ich das dann hinschicken soll. Gut, ja, wenn wir die IP-Adresse jetzt haben, dann kann man wieder auf unser vereinfachtes Internetbild gehen und kann sagen, mein Mail-Server, mail.lookfl.de, weiß jetzt, an welche Adresse er sich wenden soll, schickt das Ganze zum Router und er sagt, ja, kürzester Weg ist links rum und meine Daten können zu dem Mail-Server übertragen werden, den web.de betreibt und können da im Prinzip die Mail ins Postfach ablegen. Dann gibt es bei der Gelegenheit noch die Chance, eine weitere interessante Funktion im Internet kurz mit zu erklären. Da gibt es nämlich eine Ausfallsicherheit. Wenn jetzt da, das Paradebeispiel ist immer ein Bagger, der da in die Quere kommt, mal solche Verbindungen unterbrochen werden, solche Kabel zerstört werden, die die Verbindung im Internet ausmachen, dann stellen das diese Router fest und sagen, der Weg ist gestört, aber wenn wir hier rechts abbiegen und dann an der nächsten Kreuzung wieder links, kommen wir trotzdem zum Ziel. Das heißt, die Router sorgen dafür, dass es sauber zugestellt wird, dass solange noch irgendeine Verbindung existiert, meine Daten ankommen können. Wir hatten ja eben schon die Frage geklärt, wie so ein Router betreibt. Ich denke, da wäre es auch wichtig zu erwähnen, dass die Datenpakete nicht immer den kürzesten Weg, sondern meistens den billigsten Weg nehmen. Und wenn irgend so ein Anbieter wie Level 3 aus den USA irgendwie in Deutschland die billigsten Leitungen betreibt, dann geht die Telekom auch her und schickt mal eine E-Mail erstmal über so eine amerikanische Leitung, wo dann irgendwer alles mögliche abschnüffeln kann. Ja. Und wer dazwischen sitzt auf diesem Router, ist nicht nur zwangsweise mein Provider und der fremde Provider, sondern da können auch 10 andere dazwischen sein, die alle die E-Mail lesen können. Da haben wir gleich noch ein Beispiel für. Also das sind halt auch Erweggründe, die damit beikommen, weil dadurch, dass das von verschiedenen Firmen angeboten wird, haben die natürlich andere Kostenstrukturen. Die einen können es billiger anbieten, die anderen müssen es etwas teurer anbieten. Und das wird immer mehr zum Kriterium dafür, wo gehen meine Daten lang. Ja, wenn wir solche Unterbrechungen haben, gibt es da noch einen so einen Extremfall für. Wenn man jetzt also sagen würde, diese zweite Verbindung dort rechts, die bricht auch noch weg, dann kann mein Mail-Server ja nichts mehr erreichen. Dann ist er komplett abgeschnitten. Dafür gibt es auf dem Mail-Server so eine Funktion, die sich Store and Forward nennt. Die nehmen also eine Mail erstmal an, speichern die bei sich zwischen und stellen dann fest, ich kann sie nicht weiterleiten. Da ist irgendwas unterbrochen, ich erreiche den Server nicht, wo ich hin soll. Dann lassen die bei sich auf dem Speicher, auf der Festplatte und versuchen das ein paar Stunden später nochmal. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, vielleicht am nächsten Tag nochmal, so kann das also sein, dass eine E-Mail eine ganze Weile auf so einem Mail-Server liegt, beim Empfänger nicht ankommt und dann mit anderthalb Tagen später taucht sie auf einmal im Postfach des Empfängers auf. Da ist also ein Mail-System bei gewesen, was die Gebäude gespeichert hat. Wie lange geschieht sowas jetzt zum Beispiel beim Postfix, habe ich neulich mal versucht, diese Standard-Einstellungen zu finden, aber da gibt es so viele Timeouts in der Konfiguration, da wusste ich nicht. Da habe ich dann geraten, einen lieben Timeout oder was das ist. 5 Stunden, ist das oder was ist das wirklich? Da gibt es tatsächlich in der Tat viele Einstellungen für. Das hängt so ein bisschen von den E-Mail-Anbietern ab, weil das wirklich eine Einstellungssache ist. So die alten Default-Einstellungen, die solche Software hatte, war meistens so, dass er das 24 oder 48 Stunden lang versucht und wenn er es dann immer noch nicht geschafft hat, schmeißt er eine E-Mail weg. Dann ist sie also wirklich verloren und wenn der Mail-Server einigermaßen freundlich konfiguriert ist, schickt er an den Absender noch eine E-Mail, ich habe deine Mail weggeschmissen, ich konnte sie nicht zustellen. Aber auch das ist wieder eine Preisfrage, denn wenn ich mir das im großen Stil vorstelle und da nicht irgendwie
20 E-Mail-Adressen drauf habe, sondern 20 Millionen E-Mail-Adressen auf so einem System und ich möchte viele E-Mails zwischenspeichern, dann muss ich das auch an Festplattenkapazität vorhalten. Und um das zu vermeiden, dass das sehr viel wird, kann man auch einfach sagen, ich versuche das 3 Stunden lang und wenn es dann nicht funktioniert hat, schmeiße ich die Mail weg. Das kann man also generell nicht sagen, sondern das hängt wirklich vom Anbieter ab, wie das eingestellt wurde. Die Standardwerte beim Postfix kann ich aber momentan so aus dem Kopf nicht sagen. Dafür ist das halt so unterschiedlich bei den verschiedenen Maildiensten. Diese Sachen oder diese Funktionalität ist auch der Grund dafür, warum man die Mails, wenn man sie verschickt, immer bei seinem eigenen Mail-Server einliefert. Theoretisch wäre es ja auch denkbar, wenn man uns an den Client erinnert, dass auch genau der dieselben Anfragen macht und sagt, wo soll denn das für web.de hin und es versucht selber zuzustellen. Dann ist aber eventuell der Weg wesentlich länger und so habe ich das so, dass ich an meinem eigenen Mail-Server das abliefere, bei meinem Provider. Der ist, wenn ich bei ihm die Internetverbindung habe, ja relativ dicht dran, sage ich mal, und der kümmert sich um alles Weitere. Dann bin ich die Mail nämlich erstmal los, kann meine Internetverbindung wieder schließen und der Provider sorgt dafür, dass die E-Mail zugestellt wird. Von daher ist das also so bei den Mail-Programmen, dass die eigentlich die Mails immer über den Provider rausschicken, wo das Postfach auch liegt, damit der sich dann um die weitere Zustellung kümmern kann. Wenn wir jetzt einmal reinschauen, wir haben das ja bisher recht abstrakt gemacht, wie werden solche Mails übertragen. Möchte ich kurz ein paar Protokolle erwähnen, die da dazwischen spielen. Und zum einen gibt es da ein Protokoll SMTP, das Simple Mail Transport Protocol. Das ist also wirklich nur zum Transportieren der Mails vorgesehen. Damit gibt ein System die Mails weiter an das nächste. Damit kann ich also keine Mails irgendwo abholen oder sowas, sondern es ist nur geeignet, um die Mails von mir irgendwo anders hinzuschicken. Das wird heutzutage häufig mit einem Benutzernamen und einem Passwort geschützt, einfach um dieser Spamflut ein bisschen Herr zu werden. Das heißt, ich kann nur über einen Mail-Server E-Mails mit diesem Protokoll verschicken, wenn ich dort auch Benutzernamen und Passwort für habe, um das einfach ein bisschen einzuschränken. Alle E-Mail-Programme, die man so am Markt findet, die beherrschen dieses SMTP. Und auch die Webmail-Programme, die man verwendet, die haben im Hintergrund auch dieses SMTP dabei. Also alle Überlegungen, die man zum SMTP macht, greifen auch normalerweise auf diese Web-Mail-Systeme mit. Wenn man das in den Einstellungen des E-Mail-Programms sucht, dann ist das je nach Programm ja immer an anderen Stellen versteckt. Aber dieses Stichwort Postausgangsserver ist da schon meistens zielführend. Das ist also die Option, unter der man das einstellen kann. Und solche Sachen, die mit dem SMTP-Protokoll zusammenhängen, entsprechend vornehmen kann. Auf der anderen Seite beim Empfänger gibt es da zwei verschiedene Protokolle, die dort verwendet werden können. Das eine ist POP3. Damit hole ich also E-Mails ab. Das heißt, wenn die einmal in so einem Postfach gelandet sind, muss ja auch der Eigentümer dieses Postfachs irgendwann sagen, ich möchte die E-Mails jetzt haben. Und wenn ich sie halt nicht per Webmail anschaue, sondern wirklich bei mir lokal ein E-Mail-Programm installiert habe, kann ich das auf POP3 konfigurieren. Dann verbindet er sich zum Server, muss dort wieder einen Benutzernamen und Passwort angeben, damit er sich halt identifizieren kann, dass er berechtigt ist, auf dieses Postfach zuzugreifen. Legt diese Mails alle runter, die sich da drin befinden, speichert die bei mir auf dem Computer und sie werden danach auf dem Server normalerweise gelöscht. Ich habe noch eine Frage zu POP3, weil ich kenne es jetzt zum Beispiel im Thunderbird, können wir bei POP3 einstellen, dass man sagt, Mails so und so lange noch auf dem Server vorhalten. Wie wird das technisch umgesetzt? Ich nehme an, das ist eine Client-Einstellung, das heißt, es gibt ja Client über Server eine Backlist, diese Mails nicht nochmal her ausdrücken oder wenn die verworfen sind. Das kommt tatsächlich vom Client, weil der Client sagt auch, ich habe diese Mail jetzt empfangen, lösch die mal. Damit also wirklich bestätigt ist, er hat diese Mail erhalten. Und darüber haben die Hersteller von den E-Mail-Programmen das so implementiert, dass man sagt, ich kann die Mails alle auf dem Server belassen. Dann guckt er aber jedes Mal die komplette Liste wieder durch, welche Mails sind drauf und holt neue Mails ab. Oder halt inzwischen kann man es dann zeitlich ein bisschen einstellen, dass man sagt, Mails, die älter als 14 Tage sind, werden vom Server gelöscht. Da gibt es noch so ganz tricky Anleitungen, wenn man also zum Beispiel parallel auf ein und dasselbe Postfach zugreifen möchte, vom Laptop und von seinem Rechner zu Hause, dann hat man das meistens so gemacht, dass ich auf dem einen System das einstelle, dass er die auf dem Server belassen soll und das andere holt die Mails komplett ab und löscht sie.
ist halt so ein Zwischending. In den E-Mail-Programmen ist das halt unter dem Stichwort Posteingangsserver zu finden, solche Konfigurationen. Genau in dieser Richtung, mit dem parallelen Zugriff auf so ein Postfach von mehreren Computern aus, gab es in der Anfangszeit halt immer die Probleme, das war irgendwie unschön. Dann hat man mal Pech gehabt und die Mail landete nur auf dem Laptop und auf dem Rechner hatte man sie nicht, dann musste man sich die selber wieder weiterleiten und so weiter. Gab es so verschiedene Schwierigkeiten. Und da gibt es halt eine andere Alternative, die Einlad genannt wird. Das ist also ein Protokoll, wo ich wirklich auf das komplette Postfach zugreife und dort wesentlich mehr an Möglichkeiten mit den E-Mails habe. Bei Einlad ist es so, dass die Mails wirklich auf dem Server verbleiben. Das ist also nicht dafür vorgesehen, dass man sie nur abholt und dann löscht, sondern die werden da wirklich aufbewahrt. Zum Schutz ist natürlich auch wieder ein Benutzername und Passwort dabei, dass kein Fremder darauf zugreifen kann. Aber ich habe auch solche Funktionen wie das Einrichten von Unterordnern zum Beispiel, dass ich halt privat mit Geschäftsmails und Ähnliches trennen kann. Das geht bei POP3 nicht. Und ich habe den ganz großen Vorteil, ich kann von mehreren Systemen darauf zugreifen. Wenn ich jetzt also von meinem Laptop hier ein Postfach per Einlad aufmache und mein Handy parallel auch per Einlad drauf eingerichtet ist und ich bekomme eine neue Mail, dann sehe ich diese neue Mail in beiden Systemen. Ich sehe sie auf dem Laptop und ich sehe sie auf dem Handy. Ich kann sie mir anschauen und dann ist es ja so, dass das E-Mail-Programm immer sagt, okay, diese Mail ist bereits gelesen worden. Auch das sehe ich auf dem Laptop. Diese Markierung für eine neue Mail verschwindet dann wieder. Und alles, was ich da mache, wenn ich auf dem Handy die Mail also in einen Unterordner verschiebe, weil ich sage, das ist eine private Mail, da kümmere ich mich später darüber, das passiert auch auf meinem Laptop. Und das ist möglich, weil diese Mails alle auf dem Server liegen, weil ich sie nicht lokal auf dem Laptop oder auf dem Handy habe, sondern alles zentral auf dem Server liegen. Der Nachteil gegenüber POP3 ist dann allerdings auch, die Mails liegen auf dem Server. Das hört sich im ersten Moment so ein bisschen widersprüchlich an, geht aber jetzt genau in die Richtung mit den Diskussionen, die in den letzten anderthalb Jahren immer wieder geführt wurden. Wenn die dort alle liegen, habe ich da auch eine schöne Sammlung für Informationen über diesen Benutzer. Und weiß ich, wo sie liegen, weiß ich, wer darauf Zugriff hat. Wenn man sich bei den großen E-Mail-Anbietern umschaut, um da mal wieder mehrere zu nennen, Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, das sind alles Dienste, die kostenlos das anbieten, die viele Zusatzfunktionen haben, die also attraktiv für jemanden aussehen, weil die viel bieten, die aber auch alle in Amerika beheimatet sind. Das heißt, die Mails bleiben dann alle in Amerika liegen. Und da ist die Gesetzgebung eine ganz andere. Wenn dort die staatlichen Organe sagen, ich möchte mal wissen, was in diesem Postfach drin ist, dann muss der Anbieter nicken, liefert das gesamte Postfach aus und die können schön drauf rumanalysieren. Weil man das halt nicht will, sondern möglichst schnell seine E-Mail abholen möchte, ist einmal vielleicht nicht so das Richtige, was man haben möchte, sondern dann muss man sich wirklich überlegen, die wirklich komplett auf das lokale System rüber zu kopieren, dass ich sie auf dem Laptop habe oder halt ich hole sie gleich per POP3 ab. Dann sind sie, sobald ich sie abgeholt habe, von dem Server runter und sind nur noch in meinem Zugriff. Ich glaube nicht, dass die E-Mails löschen, die man da löscht. Das ist dann schon die nächste Stufe der Paranoia, aber das ist halt alles eine Überlegung, die man dabei dann für sich mal anstellen möchte, wenn man oder muss, wenn man das sicher gestalten möchte und sicher damit arbeiten möchte. Kurzer Einwurf, das ist bei den deutschen Anbietern genauso, wenn man mehr als 10.000 Nutzer hat als Mail-Anbieter, also als Provider, muss man staatlichen Stellen Zugang zu allen Postfächern bieten. Man darf selber nicht mal wissen, dass die staatlichen Stellen darauf zugegriffen haben und es müssen bis zu 8 staatliche Stellen parallel darauf zugreifen können, ohne voneinander zu wissen. Das heißt, jeder kann die E-Mail lesen, wenn man die irgendwie bei einzeln einspeichert und wenn die Polizei oder sonst was will, dann kommt die da an, dass man das merkt, also Briefgeheimnis gibt es da nicht. Also das sind auch die Diskussionen in letzter Zeit, wenn man das rein nach dem deutschen Gesetz nimmt, kann sowas ja nur passieren, wenn der Richter gesagt hat, dass das in Ordnung ist. Es gibt aber auch in letzter Zeit immer mehr Berichte darüber, die sagen, ja, die sind sowas von überlastet, dass die sowas sowieso gleich durchwinken. Von daher ist auch die Hürde bei uns nicht wesentlich größer als bei anderen. Muss man halt in die Überlegungen mit einbeziehen, wo man seine E-Mail speichern möchte. Aber wichtig war mir halt, das aufzuzeigen, dass wir hier zwei verschiedene Protokolle haben, mit denen man arbeiten kann. Einmal hat einen sehr charmanten Vorteil, gerade wenn man viel mit dem Smartphone arbeitet, dass ich die Mails halt auf beiden Geräten habe. Ich muss mir aber darüber bewusst sein, dass die Mails, die ich da drin liegen habe, von anderen eingesehen werden. Gut, wenn wir diese Protokolle jetzt mal alle versuchen, in ein Bild reinzukriegen,
und einmal diese E-Mail-Kette wieder nehmen von meiner E-Mail-Adresse zu dem Mr.X@web.de, dann habe ich da verschiedene Protokolle mit im Spiel. Mein Laptop spricht also mit dem Mail-Server der Lu Flensburg, SMTP-Protokoll, weil mein Laptop dahin ja eine E-Mail übertragen möchte. Der Mail-Server nimmt das Ganze an und spricht seinerseits wieder mit dem Mail-Server von web.de per SMTP, überträgt dort diese E-Mail wieder und dort landet sie auf dem Server dann im Postfach und schlummert da so lange, bis der Empfänger ankommt und per POP3 oder einer diese Mail empfängt und abholt. Ja, dabei kann es allerdings passieren, dass da auch eine ganze Weile zwischenliegt. Auch wenn wir jetzt gesagt haben, wir holen per POP3 die Mails ab, damit sie möglichst schnell dann weg sind. Wenn derjenige Empfänger gerade 14 Tage in Himalaya im Urlaub ist, dann wird die Mail da trotzdem 14 Tage liegen, weil er keine Chance hat, sie zwischendurch abzuholen. Und wenn wir uns den Weg durchs Internet anschauen, dann fehlt da noch eine Kleinigkeit. Wir haben da noch ein bisschen was vergessen. Wir hatten ja vorhin noch diese Route da dazwischen. Ich habe das jetzt mal verdeutlicht. Ich möchte einfach mal eine Nachricht hier jetzt durch das Hallo repräsentiert auf den Weg schicken. Und das ist genau derselbe Weg, den wir gerade hatten. Seht ihr an dem Stil oder an der Variante jetzt noch irgendwie was, was euch komisch auffällt oder was riskant sein würde? Testen wir das mal aus. Um das mal im Matrix-Teil zu sagen, denkt ihr wirklich, das ist Luft, die ihr gerade atmet? Wie sieht dieser Weg jetzt aus? Das hatten wir vorhin schon mal kurz, bist du mir ein bisschen zuvor gekommen, leider. Wir wissen nicht, wo diese Router stehen. Das kann auch mal sein, aus Kostengründen oder wegen Störungen, dass die vollkommen skurrile Wege durchs Internet nehmen, die man noch nicht mal anständig diagnostizieren kann oder noch nicht mal anständig nachvollziehen kann, wo das überhaupt lang geht. Und wenn dieser Router jetzt in einem Land steht, wo halt andere Gesetze herrschen oder wo die Sicherheitsbedingungen andere sind und da jemand sich Zugriff zu so einem Router verschaffen kann, dann kann man den ja auch modifizieren. Und kann sagen, alles, was da aus Good Old Germany durchkommt, wird bitte hier rechts auch zur Seite gelegt, damit wir es analysieren können. Das heißt, ohne dass das den Mailservern auffällt, ohne dass der Mailserver der Lu Flensburg oder der von web.de das mitbekommt, wird das Ganze zwischendurch abgezapft. Und damit ist mir also meine Mail verloren gegangen. Auch der Empfänger kann es nicht sehen. Er kriegt seine Mail ganz normal. Bloß, dass sie halt zur Analyse noch zur Seite gefiltert wurde. Diese Thematik nennt man auch Man in the Middle Attack, weil sich da einfach jemand dazwischen geklemmt hat und mitliest, was da an ihm gerade vorbeirauscht. Und das ist auch eine der Taktiken, die jetzt halt immer weiter zutage kommen, was so diverse Organisationen mit drei Buchstaben betreiben, wenn die ihre Datensammlung machen für die Analyse oder wie es immer so schön heißt, für die Terrorbekämpfung jetzt. Die setzen sich an zentrale Punkte, wo sehr viel Internetverkehr durchfließt. In Deutschland ist das zum Beispiel in Frankfurt, gibt es da einen sehr großen Knotenpunkt, der potenziell interessant ist. Oder wenn man das so global sieht, es gibt nur sehr wenig Verbindungen, die über das Kabel durch den Atlantik Richtung Amerika unterwegs sind. Und die Endpunkte dieser Kabel könnten auch interessant sein. Oder wenn man das entsprechende Know-how hat, kann man da auch mal kurz ein U-Boot vorbeischicken, was sich da reinklemmt. Das sind alles so Szenarien, die da leider schon aufgetaucht sind, wo man natürlich keine offizielle Bestätigung für hat, aber wo es doch sehr, sehr starke Indizien für gibt, dass solche Techniken angewendet wurden. Damit bricht man im Prinzip mit einem alten Konzept im Internet. Wir hatten das mit den Kosten ja vorhin schon. Wie berechnet man so einen Internetverkehr? Das lässt sich ja schlecht abrechnen. Also wenn ich jetzt nur Internetverkehr durchleiten möchte, der Kunde ist nicht bei mir, der Anbieter eines Dienstes ist nicht bei mir, sondern bei mir fließt einfach nur der Datenverkehr durch. Wem soll ich das berechnen? Und da hat man angefangen, hat gesagt, alles, was ich nur durchleite, wird einfach nicht berechnet. Das leiten wir weiter an Daten, da kümmern wir uns nicht weiter drum. Da schauen wir auch gar nicht rein, das ist uns egal. Wir, wenn wir berechnen, tun das über unsere Zugangsgebühren, für den DSL-Anschluss oder für den UMTS-Anschluss oder was man sonst noch so hat. Und das läuft unter diesem Stichwort Netzneutralität. Dass man also sagt, der Traffic, den ich nicht selber erzeuge, den leite ich einfach weiter und da lasse ich die Finger von weg. Auch da wird in den letzten Jahren immer häufiger dran gerüttelt. Da gibt es dann verschiedenste Ambitionen, da was daran zu drehen, weil man natürlich,
wenn man bestimmte Dienste kostenpflichtig macht und die dafür schneller transportieren kann, mehr Geld einnehmen kann. Und im Rahmen dieser Debatten kommt dieser Begriff der Netzneutralität auch ab und an mal wieder in die Nachrichten rein. Was die Weiterleitung von Internetverkehr angeht, gibt es da auch noch diverse Staaten, die da schon recht erfahren bei sind. Wenn ich mir zum Beispiel die Chinesen anschaue, oder die Türkei ist da auch nicht allzu weit weg, die filtern den kompletten Internetverkehr, der über ihre Grenzen rübergeht. Wenn ich in China also einen Internetzugang habe, kann ich mir sicher gehen, alles, was ich im Netz mache, wird beobachtet und wird gefiltert. Die haben das sogar mal recht anschaulich gemacht, wenn sie meinten, das wäre eine informationstechnisch recht unsichere Seite, da ist gefährliches Gedankengut drauf, sowas wie die BBC oder die Nachrichtensender und so weiter, dann haben die Chinesen da einfach so einen Volkspolizisten eingeblendet mit einem Warnschild, damit die Leute wussten, da solltest du jetzt lieber nicht hingehen, das ist gefährlich. Die filtern also schon seit Jahren das gesamte Internet. Auch da habe ich so einen ähnlichen Effekt, wenn meine Internetverbindung jetzt gerade durch eine dieser Staaten durchgeht, dann sind die auch in der Lage, das abzuhören, was ich dort übertrage. Wie gehen die mit verschlüsselten Daten um? Gutes Stichwort. Würde ich gerne ein kleines bisschen zurückstellen, solange bis wir jetzt Verschlüsselung haben, das kommt nun ganz nächstes. Bisher haben wir alles offen übertragen. Jeder konnte das mitlesen. Und wenn wir das verhindern möchten, wenn wir also sagen, da soll bitte keiner in irgendeinem Staat mitlesen, sondern diese E-Mail gehört wirklich mir und dem Empfänger, dann muss ich mit Verschlüsselung anfangen. Verschlüsselung bedeutet also, dass ich den Text so verändere, bevor ich ihn auf die Reise schicke, dass da niemand mehr was mit anfangen kann. Und da gibt es diverse Verfahren zu, die sind inzwischen heute alle hochmathematisch und die zu begreifen, dauert schon eine Weile Studienzeit. Deswegen bin ich hier mal auf alte Sachen zurückgestiegen und mache das ein bisschen einfacher und anschaulicher. Ich nehme mir also meine Nachricht, meinen Text, das Hallo in dem Fall, habe da so ein bisschen was Mathematisches, mit dem ich das behandle und habe ein Geheimnis. Das kenne nur ich und der Empfänger der Nachricht. Das ist so ein altes Prinzip, das haben die auch jetzt vor 2000 Jahren schon für die Verschlüsselung verwendet, mit dem man das sicher gestalten kann. Und wenn ich dieses Geheimnis mit dem mathematischen Verfahren und meinem klaren Text verheiratet habe, kommt auf der rechten Seite etwas raus, was ich nicht entziffern kann. Gut, dann habt ihr schon verloren. Als ich den Vortrag das erste Mal gemacht habe, hat mir nach 2 Sekunden jemand zugerufen, was das für ein Verfahren ist. Das ist einfach erschienen. Genau. Das ist also eine Rotation. In dem Fall werden die Buchstaben einfach nur 2 Stellen nach rechts im Alphabet verschoben. Hat vor 2000 Jahren recht zielsicher funktioniert. Sollte man heute die Finger von weglassen. Heute gibt es halt modernere Verfahren, die das Risiko etwas minimieren. Wenn ich jetzt also meine Nachricht so derart bearbeitet habe und die wieder auf den Weg schicke, dann sehe ich schon auf den verschiedenen Verbindungswegen nur noch das Kauderwelsch. Das heißt, wenn das jetzt jemand abfängt, muss er sich damit beschäftigen, was ist denn das jetzt für ein Chaos? Wie kann ich daraus diesen Text wieder zurückgewinnen? Wenn ich das mit der Rotationsverschlüsselung mache, die wir gerade hatten, dauert das nicht allzu lange. Wenn ich moderne Verfahren für sowas verwende und mein Geheimnis sehr groß ist, dann dauert das momentan sehr lange, das zu entschlüsseln. Gehe ich mal so, die ersten Sachen mit Verschlüsselung habe ich vor 10 Jahren gemacht. Die Geheimnisse, die ich mir da erstellt habe, die lassen sich heute wahrscheinlich, man weiß es nicht offiziell, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit heute innerhalb von wenigen Stunden knacken. Das heißt, auch da wäre inzwischen jemand in der Lage mitzulesen, was ich vor 10 Jahren da geschickt habe. Aber da sage ich mal einfach, das, was ich vor 10 Jahren geschrieben habe, das stört mich jetzt nicht mehr. Also das war sicher genug für den Zeitraum. Ich muss mich bloß regelmäßig darum kümmern, das mal zu aktualisieren. Jetzt kann aber mein Router gerne in einem Land stehen, wo mitgehört wird. Es nützt den Leuten nichts. Sie müssen massiven Arbeitsaufwand betreiben, um an die Nachrichten ranzukommen. Auch wenn das jetzt durch den Mailserver des Empfängers geht, da eine Weile im Postfach liegt, habe ich genau dasselbe. Wenn derjenige gerade im Urlaub ist und in den 14 Tagen guckt sich jemand das Postfach an, hat er auch das Problem, man muss rausfinden, was das für ein verschlüsselter Kram ist. Hat also wieder einen erheblichen Arbeitsaufwand, um das zu knacken. Und erst wenn der Empfänger diese E-Mail abgeholt hat, hat er auf seinem Rechner auf der anderen Seite dann wieder das Geheimnis, verwirbelt das wieder so ein bisschen mit Mathematik und kriegt auf der anderen Seite die Nachricht wieder raus, die ich ihm geschickt habe. Das ist also ein Verfahren, was sich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nennt. Das heißt, ich als Absender verschlüssel etwas und erst der Empfänger auf der anderen Seite kann
kann es Endschluss sein. Alle Stationen dazwischen können dann nichts mit anfangen. Und wenn sie es können, dann habe ich ein unsicheres Verfahren gewählt oder sie haben sehr viel Arbeitsaufwand eingestellt. Wichtig ist bei solchen Verschlüsselungsgeschichten, wenn ich das zum Thema E-Mail verwende, das, was wir zu Anfang als Mail-Header hatten, wo also mein Empfänger drin steht, mein Absender drin steht, Datum, mein Betreff drin steht, das wird bei so einer E-Mail-Verschlüsselung Ende zu Ende nicht mit verschlüsselt. Das heißt, wenn ich jetzt in ganz kurzer Manier jemandem ein neues Passwort mitteilen möchte und die Mail verschlüssel, sollte ich das tunlichst nicht in den Betreff reinschreiben. Weil das dann nämlich unterwegs zu sehen ist und nur das, was wir als Inhalt hatten, dieser Part wird verschlüsselt. Es gibt jetzt noch eine andere Variante, wie man solche E-Mail-Übertragungswege schützen kann. Das ist eine Technik, die ist komplett anders als diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Man baut dort also sichere Tunnel auf. Also ein Tunnel, das ist wie im Straßenverkehr, der hat zwei Enden. Das, was ich auf der einen Seite in so einen sicheren Tunnel reinkippe, kommt auf der anderen Seite wieder raus. Und hoffentlich, wenn der Tunnel stabil gebaut ist, sind da in der Mitte nirgends noch zwei drinnen. Das heißt, wenn ich so einen verschlüsselten Tunnel zu meinem Mail-Server aufbaue, dann kann ich sicher sein, dass was ich von meinem Laptop zu dem Server mail.fl.de übertrage, da kann niemand rein. Das ist verschlüsselt, das kann niemand mitlesen. Und da habe ich dann auch eine Situation, über so einen verschlüsselten Tunnel ist alles verschlüsselt, was ich rüberschicke. Also auch mein E-Mail-Header. Da kann also auch keiner den Betreff sehen. Oder wenn der SMTP-Server ein Passwort verwendet, auch das wird schon verschlüsselt übertragen. Das heißt, auch da kann keiner mein Passwort mitlesen. Der Unterschied ist aber, dieses Verfahren gilt immer nur zwischen zwei Computern. Sobald ich das also über längere Strecken machen möchte, mit dem Weg, den ich dort gezeigt habe, sind da mehrere von diesen Tunneln mit im Spiel. Ich habe die hier mal durchnummeriert. Ich habe also von meinem Laptop zu meinem Mail-Server diesen ersten Tunnel, über den verschlüsselt gearbeitet wird. Ich habe den zweiten Tunnel bis zu web.de. Auch da habe ich den Vorteil, der Router kann das nicht mitlesen, das ist verschlüsselt, er weiß nicht, was darüber geht. Und die dritte Verschlüsselung findet statt, wenn der Empfänger die Mail über POP3 oder eine über so einen verschlüsselten Tunnel abholt. Die Verschlüsselung von deinem Rechner zu deinem Mail-Server, zu deinem Ausgang, Postausgangsserver, ist ja klar, also das sehe ich ja. Ist dann danach immer sichergestellt, dass alles, was folgt, auch SSL ist, oder kann das dann auch schon wieder nicht SSL sein? Weil ich verschicke es ja nun nur an den Mail-Server. Gut, dann streiche ich mal meine nächste Frage aus dem Programm raus. Das ist nämlich genau das Problem. Wenn ich das jetzt an meinen Mail-Server übertragen habe, habe ich pseudomäßig die Sicherheit, boah, das ist verschlüsselt, das ist sicher. Ob mein Provider jetzt sagt, ich schicke das über genau den selben verschlüsselten Mechanismus weiter an web.de, das weiß ich nicht, das muss ich meinen Provider fragen. In dem Fall habe ich einen recht kurzen Weg, weil ich weiß, wer den Mail-Server administriert. Aber als Kunde bei einem der großen Anbieter kann ich mir da nicht sicher sein. Das Einzige, wo wieder eine Kontrolle durch den Endbenutzer besteht, ist auf der Empfängerseite. Weil diese beiden Einstellungen sind halt die Haken, möchte ich SMTP POP3 einmal über eine verschlüsselte Verbindung machen. Und wenn ich da in meinem E-Mail-Programm den Haken reinsetze, dann weiß ich, dass das erste Stück oder halt das letzte Stück beim Empfänger geschützt ist. Dazwischen muss ich darauf vertrauen, dass das funktioniert. Die Sicherheitsdiskussionen der letzten Jahre haben da leider dazu geführt, oder was heißt leider, haben endlich mal dazu geführt, dass man nicht so ein blindes Vertrauen gegenüber seinem Provider hatte, sondern dass das auch mal hinterfragt wurde. Das haben natürlich auch die großen Provider erkannt, dass die feststellen, die haben dort einen massiven Vertrauensverlust bei den Kunden. Und das erzeugt nicht nur Arbeitsaufwand, weil diese Kunden in der Hotline anrufen und fragen, wie ist das denn nun, sondern das führt eventuell auch dazu, dass sie sich ganz abwenden und sagen, nee, das Produkt möchte ich nicht mehr, das mit diesem Internet war mir sowieso so suspekt, da lasse ich mal die Finger jetzt von. Und da gab es verschiedene Lösungsansätze, wie man das gerne vermeiden wollte. Da gab es solche Ideen wie mit einem eigenen deutschen Internet. Viel zu teuer, kann man nicht realisieren. Dann gab es andere Ideen, da war zum Beispiel unser großer Provider in Deutschland mit bei, mit dieser Initiative E-Mail Made in Germany. Hinter diesem Label möchte man natürlich an den guten Ruf dieser Bezeichnung Made in Germany anknüpfen. Und das ist eine Initiative von deutschen E-Mail-Anbietern. Da waren zur Startphase halt die Online-GMX und Web.de mit bei.
Das sind inzwischen noch ein paar mehr. Und in dieser Initiative wurde festgelegt, dass die Teilnehmer untereinander den Datenverkehr immer verschlüsseln wollen. Dass die also genau diese Verbindung, die wir gerade in der Mitte als Lücke gesehen haben, dass die verschlüsselt erfolgen kann und dass das auch zum Kunden passiert. Bei GNX ist das Anfang dieses Jahres durchgeführt worden. Die haben ihre Kunden immer wieder informiert und haben dann zum Jahreswechsel wirklich diese unverschlüsselte SMTP-Übertragung komplett abgeschaltet. Da kann ich jetzt nicht mehr, da muss ich. Die haben mich dazu gezwungen, also sagen wir mal Gott sei Dank im Bereich der Sicherheit, die haben ihre Kunden dazu gezwungen, auf diese SSL-Verschlüsselung umzustellen. Das gehört halt mit dieser E-Mail-Kampagne zusammen. Und die Teilnehmer an dieser Initiative haben sich auch noch dazu verpflichtet, dass die Server, auf denen sie E-Mails speichern, auf denen sie E-Mails bearbeiten, in Deutschland stehen. Das hat halt den Vorteil, dass diese Anlagen, die Server, die kompletten Rechenzentren, im deutschen Recht unterliegen. Hatten wir vorhin in der Andeutung schon mal, das wird ja auch immer schwammiger, als man sich auch so mit jeder Nachricht, die wieder hochkommt, etwas unsicherer, ob das deutsche Recht nun so wesentlich besser ist, aber es macht halt immer noch einen riesigen Unterschied zu dem, was die Amerikaner betreiben. Ja, das ist auch wieder so ein schönes Ding. Den E-Mail-Verkehr, den ich gezeigt habe hier in der Präsentation, der ging ja von der Dorf Flensburg aus. Wie sieht es da aus? Ich weiß, mein Empfänger bei web.de hat nur die Chance, das Ganze über POP3 oder einer Verschlüsselung abzuholen, anders geht es nicht. Aber die Dorf Flensburg kann auf der Ebene nicht mitspielen. Wir sind in der Initiative nicht drin. Wir bevorzugen trotzdem die verschlüsselten Wege und nutzen das auch, wo es geht. Aber es gibt ja viele andere Anbieter, die halt nicht in den großen Initiativen mitmischen. Das heißt, die einzige Kommunikation, die dort wirklich eine geschlüsselte Übertragung hat, ist zwischen diesen drei Anbietern, beziehungsweise denen, die jetzt neu hinzugekommen sind. Das ist also auch so ein bisschen Augenwischerei. Führte bei einem Vortrag, der auf dem letzten CCC gehalten wurde, das ist so dieser, der Kongress in Hamburg vom Chaos Computer Club, dazu, dass ein ähnlicher Vortrag über solche Themen gehalten wurde, der hieß dann allerdings Bullshit Made in Germany. Weil das halt auch nur so ein Flickenpflaster oben drauf ist. Es soll halt wieder ein bisschen Vertrauen stärken, es soll ein Weg in die richtige Richtung sein, aber wirklich effektiv ist es nicht, weil Weiß ich nicht, da müsste ich mal fragen, wie viel Prozent der Nutzer jeweils hier werden jetzt damit abgedeckt. Ja. Wenn da drei Nutzer irgendwo in Flensburg mit zwei Nutzern irgendwo, das weiß ich, auf einer tschechischen Grenze, ja, da nicht einbezogen werden, ist mir das einfach mal scheißegal, muss ich sagen. Ist aber tatsächlich ein anderer Prozentsatz, denn wenn man sich das anschaut, schon alleine mit den Smartphones, ich habe hier, weil ich firmenmäßig noch unterwegs bin, zwei Google-Accounts, anders kann ich die Dinger nicht betreiben. Das sind E-Mail-Konten in Amerika. Und das geht weiter mit Facebook, mit den ganzen sozialen Netzwerken. Das sind alles solche Dienste, die im Ausland mit anderen Bedingungen laufen. Also von daher ist es nicht so, dass das wirklich nur eine kleine Minderheit ist, sondern es sind ein paar mehr Leute, die das betrifft. Ja, wollte ich auch sagen. Ich gehe davon aus, dass das eine Minderheit ist. Für mich ist das eine Minderheit, weil ich bin an der Uni beschäftigt. Ich muss international denken und ich maile überall hin und her in der ganzen Welt und die interessieren mich eigentlich überhaupt nicht, weil mich die Privatanwender auch nicht interessieren. So dass ich für mich, und das ist für mich jetzt eine wichtige Aussage, sage, okay, die SSL-Verschlüsselung bei der Übertragung der E-Mail, die kann nicht schaden, das ist okay, das ist gut, dass es das gibt, bin ich auch froh drüber, aber letztendlich muss ich, wenn ich zumindest einigermaßen Sicherheit haben will, muss ich verschlüsseln. Man muss dazu noch mal erwähnen, dass das E-Mail Made in Germany halt nur ein PR-Konstrukt ist. Also das sind nicht nur die, die diese Verschlüsselung anknüpfen bei dem Mail-Server, sondern das kann jeder Mail-Server-Betreiber machen. Einfach den Hebel anschmeißen und sagen, bevorzugt verschlüsselte Verbindung und macht das. Also es ist nicht auf die begrenzt. Das heißt, auch die Uni wird wahrscheinlich das SMTP dann wahrscheinlich ordentlich machen. So ist es. Aber für die Nutzer ist nochmal wichtig, auf jeden Fall im Thunderbolt oder was auch immer man als Klient benutzt, dieses SSL oder TLS ist das dann bezeichnet, anknüpfen. Weil das Passwort wird ja auch verschlüsselt, was man dann benutzt, um sich einzuwählen. Weil ansonsten kann in jedem freien WLAN, wie zum Beispiel im Freifunk, was wir heute Morgen gehört haben, jeder die Passwörter mitlesen. Deswegen ist es irrsinnig wichtig, das da anzuknüpfen. Aber ich stelle fest, du hast eine Hand dazu, mal ein Folien vorzugreifen. Passwortüberleitung. Nur ganz kurz dazu, ist genau, was du gerade sagst, diese SSL-Verschlüsselung, das ist wirklich Augenwischerei. Also in allen Einheiten, die mir bekannt sind, die das mehr oder weniger professionell betreiben, und zwar nicht nur für Kunden, sondern als Dienstleister, wie bei uns an der Uni,
wir müssen SSL einschalten, sonst kommen wir überhaupt nicht, also wir dürfen gar nicht ohne SSL, es funktioniert nicht. Und genauso ist das bei meinem Privatprovider, also Internet24, ohne SSL geht da gar nichts mehr. Aber das kam auch leider erst in den letzten Jahren. Also das stimmt. Schon vor 8-9 Jahren habe ich das schon bei mir angehabt. Und das fing ja an, dass das damals bei Web.de, glaube ich, in der Anfangsphase nur den kostenpflichtigen Mitgliedern vorbehalten war und all solche Spirenzchen. Und dass wir da jetzt hinterherkommen, ist gut, aber es kommt zu spät. Also das ist es halt. Die SSL-Verschlüsselung würde ich überall aktivieren, wo es geht. Weil das für einige Sachen halt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsprotokolle gibt. Auch gerade, wenn ich mit irgendwas mit Webseiten unterwegs bin, in Foren oder beim Einkaufen irgendwo, sobald eine SSL-Möglichkeit besteht, nutzen, das schützt. Es legt auch immer weiter die Hürde nach oben für diese Organisationen, die halt solchen E-Mail-Verkehr mitlesen wollen, weil das ist ein ewiger Wettkampf. Das geht ja nicht erst seit 2 Jahren so, sondern es ist im Internet schon seit vielen Jahren so. Wenn eine Sicherheitstechnologie entwickelt wird, dann ist die eine Weile sicher. Und irgendwann haben die ersten Leute das geknackt, was auch damit zusammenhängt, dass die heutigen Rechner natürlich erheblich schneller sind, als sie das noch vor 5 oder vor 10 Jahren waren. Und dann muss man einfach sagen, dieses Verfahren ist jetzt unsicher, wir müssen auf was Neues umstellen. Und da ist es halt auch so, wenn man mit dem SSL-Verschlüsselungsbereich auf dem aktuellen Stand bleibt, dann haben die Gegenseiten einfach eine ganze Menge zu tun, wenn sie da überhaupt versuchen wollen, ranzukommen. Da hat man dann auch immer so die Schattenseiten, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, bei einigen Sachen weiß man sicher, dass es geknackt wurde, bei anderen noch nicht, weil die natürlich auch kein Interesse daran haben, also zumindest die Geheimdienste nicht, das zu verraten, wenn sie so eine Methode ausgebildet haben. Aber noch ein kurzer Vorschlag, wenn man das konfiguriert im Mailprogramm, wenn man dieses Häkchen setzt, dann versucht das Mailprogramm, es fällt aber unter Umständen auf unverschlüsselt zurück, wenn es nicht möglich ist. Und wenn ein Angreifer dazwischen ist und der einfach sagt, Verschlüsselung geht nicht, dann machen die Mailprogramme das ohne Verschlüsselung. Und da ist der Trick, man kann bei Thunderbolt zum Beispiel noch Portnummern eingeben. Und da steht zum Beispiel 25, da muss man dann, glaube ich, 443 oder so. 465 ist das, glaube ich. 900. Das ist für iOS. 903 ist ein Mail. Es kommt darauf an, was du machen willst. Es gibt einmal wirklich einen dedizierten Port für so ein SMTP über SSL, der ist irgendwo 900 schieß mich tot. Man hat es aber heute auch schon so gemacht, dass diese ganz normalen Protokolle über den Port 25, dass man nachträglich die Verschlüsselung aktivieren kann. Das passiert dann, bevor das Passwort übertragen wird. Also von daher bleibt das bei diesem Port 25. Genau, aber ich würde sagen, glaube ich, Port 465 und 518 abrufen, 993 oder 905 mal zum Beispiel. Ja. Also da, das ist halt die Geschichte, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt hier nochmal so ein paar Sachen zusammengeschrieben, als erste Hilfezettel quasi für solche Geschichten. Wenn man die Folien jetzt nochmal so Revue passieren lässt, ist es halt lohnenswert, sich mal über den Provider Gedanken zu machen. Bin ich da beim richtigen Provider oder wenn ich also wirklich irgendwas Heikles an E-Mail-Kommunikation habe, über welche E-Mail-Adressen schicke ich das? Die gerade erwähnten Sachen gehören in die Geschichte Mail-Programm richtig konfigurieren, dass man sich die Dialoge wirklich mal anschaut, was ist da an Einstellungen möglich, ist das tatsächlich noch so? Mir fällt als Paradebeispiel jetzt Facebook ein, jedes Mal, wenn die ein Update ihrer Software gemacht haben, waren die Sicherheitseinstellungen wieder komplett zurückgesetzt. Das heißt, das soll man auch regelmäßig nochmal reinschauen, ist das auch immer noch so, was ich eingestellt habe. Natürlich die Software mit aktualisieren, das ist dieselbe Richtung wie mit den Sicherheitsverfahren. Irgendwann sind da einfach Lücken bekannt, die man aushebeln kann, also sollte man das auf einem sicheren und aktuellen Niveau halten. Und die ganz große Empfehlung ist natürlich, wenn man sicher mit E-Mail kommunizieren möchte, wirklich so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu machen, wie es mit PGP funktioniert und das einfach mal auszuprobieren und damit selber dafür zu sorgen, dass man sicher kommunizieren kann. Mein Schlusswort, das habe ich noch eine Frage. Also da ich GMX und Web.de und dem anderen, was da kommt, genauso wie ich das auch gegoogelt oder beziehungsweise am Android-Smartphone auf Gmail.com angewiesen bin, und nun eine Punktverschlüsselung Kontrollverschlüsselung einsetzen möchte und jetzt meinen 4096-Bit-PGP-Schlüssel, also den Public Key, den man zukommen lassen möchte, dann kann ich das doch eigentlich auch per USB-Stick machen, oder? Also es gibt da verschiedene Wege. Das ist ja immer so ein Sicherheitsempfinden. Wenn man, falls ihr euch vorhin mal mit den Kollegen am CA-Search-Stand unterhalten habt, werdet ihr feststellen, die haben eine ganz andere Vorstellung von Sicherheit. Ich versuche da immer noch so einen Mittelweg zwischen Benutzbarkeit und Sicherheit. Und da passt das auch mit zu. Wenn du natürlich hundertprozentig sicher sein willst,
musst du dich mit dem Mailpartner einmal treffen und musst sagen, pass auf, das ist mein öffentlicher Schlüssel, das ist deiner. Stimmen die so? Ja, okay, dann können wir sie verwenden. Aber gerade bei PGP gibt es dort ein sehr großes Netzwerk von Servern im Internet, wo man diesen öffentlichen Schlüssel hochlädt und wo man anhand der E-Mail-Adresse mal suchen kann. Das heißt, dieses Netzwerk bietet mir die Möglichkeit, mit jemandem auch initial verschlüsselt zu kommunizieren. Da habe ich zwar das Risiko, wenn ich jemanden das erste Mal anmelde, dass dieser Schlüssel gar nicht wirklich zu ihm gehört. Das merke ich aber, wenn er nicht antwortet. Aber ich habe die Möglichkeit, da überhaupt eine verschlüsselte Verbindung aufzunehmen. Diese PGP-Geschichte, wer das sich noch nicht angeschaut hat, nur ganz kurz, auf unserer Verspätung ist das noch mit drin. Nur ganz kurz, das ist auch ein Verschlüsselungsverfahren, was auf zwei Teilen basiert. Ich habe einmal meinen privaten Schlüssel, mein Geheimnis, den darf ich nicht außer Hand geben. Und ich habe meinen öffentlichen Anteil. Und die beiden gehören fest zusammen. Und jeder, der diesen öffentlichen Anteil kennt, kann mich verschlüsselt anmelden, sodass nur ich diese Nachricht lesen kann. Das kann halt auch sein, wenn ich den das erste Mal irgendwie kontaktiere. Ich muss also den vorher nicht gesehen haben. Und da ist halt dieses Web of Trust daraus entstanden, weil man da auch gegenseitig sich signieren kann. Man jetzt also sagt, wir haben uns hier getroffen, wir haben mal Personalausweise verglichen, dass die Identität sichergestellt ist. Und wenn du mir gesagt hast, hier dieser Schlüssel, der gehört mir, dann beglaubige ich das Ganze und kann es in diesem Netzwerk veröffentlichen, sodass man das also auch über Umwege sehen kann. Wenn ihr beide das jetzt mal miteinander gemacht habt oder euch ausgetauscht habt und ich habe mit dir das bestätigt, dann wüsste ich auch, dass diese Identität stimmt, zumindest wenn ich dir vertraue. Das ist dann so ein Netzwerk, wo man das Ganze so ein bisschen mit verknüpft und wo man dann in der Lage ist, mit vielen Leuten, die daran teilnehmen, verschlüsselt zu kommunizieren. Und über diese Server habe ich halt den ganz großen Vorteil, ich gebe eine E-Mail-Adresse ein, suche danach und sehe dann, hat derjenige mal einen Schlüssel veröffentlicht. Das kann also gerade so im Linux-Umfeld kann das häufig sein, dass man mit Leuten sehr viel kommuniziert, aber beide wissen nicht voneinander, dass sie so einen PGP-Schlüssel haben. Vielleicht einfach mal suchen. Aber dieses PGP-Thema ist eine Größenordnung, da kann man noch einen eigenen Vortrag draus machen. Das wäre jetzt halt so die nächste Stufe. Wichtig wäre nochmal zu erwähnen, dass bei diesen PGP-Key-Servern, wo man diese öffentlichen hochladen kann, jeder für jeden theoretisch einen Schlüssel hochladen kann. Ich hatte mal den Spaß, dass ich mit einer Sprecherin vom CCC kommunizieren wollte und habe dann auf so einem Keyring-Server einen Schlüssel gefunden. Und dann hat sie mich dann zurückkontaktiert, ich kann die E-Mail nicht öffnen, die ist irgendwie falscher Schlüssel, dann meine ich nicht doch. Dann haben wir beide festgestellt, dass dann falscher Schlüssel für sie hochgeladen wurde. Und dann kann zwar der Dritte das dann lesen, aber da muss man schon sich unter Umständen nochmal den Fingerprint vorlesen lassen, ein Telefon oder so. Oder das halt persönlich überprüfen. Aber dem blind zu vertrauen kann unter Umständen auch nicht ganz koscher sein. Aber dann fällt es wenigstens auf, weil dann kann es ja die echte Person nicht öffnen. Genau. Solche Probleme hatte ich auch schon. Deshalb auch die Frage, ich weiß nicht, verschlüsselt ihr alle eure Mails? Alle mit PGP? Ja. Also wenn die Gegenstelle das kann. Man kann das ja bei Thunderbird auch automatisch einstellen. Schau nach dem öffentlichen Schlüssel. Wenn du da einen findest, verwende ihn oder schlag mir das vor. Ich kann das mit einigen aber gar nicht machen. Ich habe so viele an der Gegenseite, auch im Uni-Bereich und so, die machen das nicht. Und die wissen überhaupt nicht, wie das geht. Da hat man keine Chance zu. Das sind dann solche Geschichten. Ich war jetzt hier mit einem anderen Fokus halt rangegangen, aber solche Vorträge haben wir in Flensburg auch schon gemacht zum Thema PGP, dass wir erklären, was ist das Ganze, wie funktioniert das, auch mit diesem Web of Trust so ein bisschen ausführlicher, dass man einfach so eine Einstiegsinformation macht. Und dann einfach sagt, das ist nachher, wenn du es jetzt einrichtest, hast du einfach so ein bisschen Kopfschmerzen, weil es nicht ganz einfach einzurichten ist. Danach, die Anwendung ist aber kinderleicht. Und diese Hürde muss man einmal überwinden. Und da kann man durch solche Veranstaltungen mit Informationen oder mit Unterstützung schon eine ganze Menge mit tun, dass dort auch Leute, die es bisher nicht nutzen, zu der Verschlüsselung übergehen. Aber es ist halt so eine Sache. Und vielleicht auch zur Verschlüsselung umgehen vor irgendwelche Angebote, die genau das, was du geschrieben hast, auch beschreiben und Lösungen anbieten wollen, die E-Mail oder sowas zu selber annehmen. Weil die benutzen ja letzten Endes die gleiche Argumentation, die du auch gezeigt hast, benutzen ja sogar Schaubilder, die ähnlich sind, dass sie halt bestimmte Sachen einfach aussparen. Das läuft mir da kalt im Rücken runter. Naja, aber immerhin könnte ich jemanden, ich könnte im öffentlichen Verzeichnis nachschlagen, das kann deine E-Mail-Adresse, muss mich nie mit dir kontaktieren und trotzdem wird es unglaublich, eine effiziente Verschlüsselung zu geben. Die E-Mail, wenn man das mal so ein bisschen. Sozusagen ein Feature im Programm schon ist. Also nach dem Motto, ich kann CC, ich kann WCC eintragen und ich kann. Ja. Die E-Mail war auch Bestandteil dieses Bullshit-Vortrages.
Das ist auch ein bisschen Makulatur, weil dieser private Schlüssel, den ich brauche, oder dieses Geheimnis, was ich brauche, um Verschlüsse zu mailen, liegt nicht auf meinem Laptop, sondern auf dem Mail-Server des Anbieters. Ich glaube, nach dem Vortrag brauchen wir es nicht weiter ausführen, das kann sich dann jeder vorstellen, warum das keine gute Idee ist. Aber es ist halt eine staatlich geförderte Geschichte. Ich meine, deswegen könnte es natürlich Sinn machen, gerade das in die eigene Hand zu nehmen, PGP zu verwenden, voranzutreiben, weil es ist halt kein eingebautes Feature, man muss sich Mail-Client installieren, diese anderen Lösungen kommen einfach daher und sagen, hier, los geht's. Aber wenn man dieses PGP zum Beispiel mit Inig-Mail in Thunderbird verwendet, kann man ja erstens einstellen, dass für alle, die man einen Schlüssel hat, automatisch verschlüsselt werden, aber dass alle anderen E-Mails trotzdem signiert werden. Und dann hängt an diesen E-Mails hinten sowas wie signature.asc dran. Und dann bekommt der die E-Mail empfängt, direkt aus so einem Symbol angezeigt, das ist hier signiert und so. Und auch wenn sie es nicht verstehen, viele fragen dann erstmal, dann kann man das direkt erklären, was PGP ist und wie das funktioniert. Und nach ein paar Wochen oder Monaten hat man dann doch einen kleinen Anteil in seinem Adressbuch, die dann plötzlich auch mit solchen Sachen zurückschreiben. Und das verbreitet sich dann auch ganz gut. Ich kann mich damit nicht so ausschließen, dass bei den Webmailern ist da das PGP. Weil das Problem habe ich auch, dass immer mehr Leute von den lokalen Clients, was ich überhaupt nicht verstehe, immer mehr Abstand nehmen. Natürlich, weil sie mehrere Maschinen haben und über diese Webmailer arbeiten. Das ist da nicht eingebunden, ne? So Standard. Ich habe es gesehen bei GMX geht es, glaube ich. Das kann man natürlich auch auf dem Webmail-Server machen. Dann habe ich aber genau dasselbe Problem wie bei DE-Mail, weil man die private Komponente nicht bei denen hat. Es gibt aber auch so Komponenten. Bei der PGP-Verschlüsselung gibt es zwei Varianten. Entweder, ich habe das gerade erwähnt, mit so einer, im Prinzip so einer Datei, wenn ein Client das nicht kann, wird eine separate Datei als Anhang angezeigt. Da ist meine gesamte Signatur drin. Das zweite ist aber, ich kann das integriert im Text machen. Dann habe ich so einen Textblock, da ist oben so eine Zeile drüber, Beginn PGP irgendwas, dann kommt mal ein normaler Text, dann kommt nochmal so eine Zeile mit End PGP, glaube ich, und dann ist da so ein Klotz mit wilden Zeichen drunter. Und das ist eine Signatur, die funktioniert innerhalb des Dokuments. Da kann ich allerdings auch nur das, was zwischen den beiden Linien steht, mit verifizieren, stimmt das so. Und dafür gibt es Plugins für Firefox, für Chrome und so weiter, dass man lokal seinen PGP-Schlüssel hat und in jedes beliebige Textfeld im Internet, also auch in so ein Mailfeld von einem Webmail-Anbieter, dann sagen kann, das, was ich jetzt hier reingeschrieben habe, möchte ich bitte verschlüsseln über rechte Maustaste, dann fragt er mich lokal nach meinem Passwort, verschlüsselt das ganze Ding lokal und das, was dabei rauskommt, wird dann wieder in das Textfeld beim Webmail reingebunden. Das geht, ist aber noch weniger verbreitet als das PGP-Server. Wo du das ansprachst, so mit der Verwendung nachher, wie häufig das ist, wir hatten ja noch überhaupt nicht, wofür man das so verwendet. Vorhin bei dem Vortrag kam das mal so ein bisschen, naja, wenn man zu viel an Schutz macht und so weiter, dann sieht das ja so sauber aus, dann ist man auch schon verdächtig. Das Problem hat man auch mit der Verschlüsselung. Und es gibt auch Staaten, wo das staatlich verboten wurde. Da braucht man gar nicht so weit gucken. Eine private Kryptografie ist in Frankreich nur unter sehr starken Einschränkungen möglich. Das sind nur sehr schwache Algorithmen. Lange Jahre war es komplett verboten. Ich hätte mit diesem Laptop nicht nach Frankreich einreisen dürfen. Die Amerikaner haben es genauso. Bestimmte moderne Verschlüsselungsverfahren unterlagen dem Waffenkontrollgesetz und durften nicht verwendet werden. Muss man also mal so ein bisschen aufpassen. Hier in Deutschland gibt es diese Bewegung mit E-Mail-Verschlüsselung schon recht lange. Und zu Anfang war da auch immer so ein Argument, dass man sagt, nehmt es jetzt, auch wenn ihr nichts zu verbergen habt. Weil wenn irgendeiner hier mal auf die Idee kommt, das staatlich verbieten zu wollen, wagt sich das kein Politiker, ohne vorher Studien zu machen. Und wenn bei so einer Studie dann rauskommt, statistisch gesehen nutzen 1,5 Promille der Internetbenutzer Verschlüsselung, verbieten, Thema durch. Wenn zu dem Zeitpunkt aber rauskommt, 15,7% nutzen bereits solche Verschlüsselung, wird es schon riskant, dann lässt man da die Finger von weg. Auch das ist vielleicht eine Überlegung, wo man grundsätzlich mit verschlüsselt. Und für viele Anwendungsfälle ist das einfach auch empfehlenswert, da so ein bisschen auf den Schutz zu achten. Also das, im journalistischen Bereich ist das ein Thema, was halt den Schutz der Informanten angeht. Wenn man sich das in einigen Staaten anguckt, ich bin mir sicher, in Amerika wären auch einige, die sich mit dem Thema Menschenrechte und Gleichstellung von verschiedenen Herkünften und so weiter beschäftigen, froh, wenn sie ihre E-Mails lieber verschlüsselt hätten.
Da gibt es viele Anwendungsfälle, die halt nicht irgendwas gleich mit Terror oder mit Straftaten zu tun haben, die aber trotzdem sagen, das möchte man gerne schützen. Das fällt mir gerade jetzt ein, das ist vielleicht eine ganz blöde Frage, aber wenn ich mit PGP verschlüssele, ist meine E-Mail logischerweise der Text, also der Body ist ja verschlüsselt, Anhänge, sind die auch irgendwie verschlüsselt? Das lässt sich einstellen. Also wenn ich, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuellen Default-Einstellungen sind, aber es war so, dass man sagen kann, entweder nur den Mail-Text verschlüsseln oder auch jeden Anhang verschlüsseln, okay. Das geht beides. Weil sonst gehen Gutachten. Also ich kenne Leute, die schicken ihre Gutachten so über den Ether. Ja. Also auch das ist halt eine Einstellungssache. Wenn man, je nachdem, was für Mail-Programm es ist, lässt sich das einstellen. Okay. Das funktioniert dann allerdings nicht mehr anständig mit dem Webmailer. Da ist dann langsam noch nicht geschlossen. Nee, noch was Praktisches, vielleicht magst du uns mal sagen, was du so für Firefox Thunderbird Plugins benutzt, was du mit Keysilver nur empfehlen kannst und was für Algorithmus du benutzt. Ich habe da so schon lange nicht mal reingeguckt in meine Einstellung, weil ich den. Also ich habe da mal meinen festen Satz. Ich habe bei dem Thunderbird eigentlich das Enigmail Plugin mit drin. Das ist so der quasi Standard für Thunderbird. Keysilver. Wenn ich mich recht entsinne, den sks.keyservice.net drin. Das müsste ich allerdings zu Hause nochmal nachschauen. Da nutze ich aber auch unterschiedliche, weil es gibt da einmal dieses ein Netzwerk, was halt aus der Zeit kam, wo PGP noch ein kommerzielles Produkt war, und es gibt diverse freie Netzwerke, da suche ich also zum Teil dann Unterschiede. Was so die Algorithmen angeht, ist da eigentlich immer noch dieser RSA-Algorithmus das Mittel der Wahl. Der Unterschied in der Sicherheit, darin liegt eigentlich, wie groß ist mein Schlüssel. Da habe ich tatsächlich jetzt zu Beginn der ganzen Snowden-Dokumente angefangen und habe dann meinen 10 Jahre alten Schlüssel mal ausgetauscht. Der war damals 1024-Bit tief. Das ist gerade so die Grenzgeschichte, wo man sagt, man ist sich eigentlich schon relativ sicher, dass die Amerikaner das Ding geknackt haben. Man kann es nur noch nicht nachweisen, dass sie es haben. Ich nutze jetzt momentan 4096-Bit-Schlüssel. Das ist das Höchste, was jetzt empfohlen wird, weil dann gibt es zum Teil, wenn ich noch größere Schlüsseltiefen nehmen würde, mit alten E-Mail-Programmen oder mit alten Krypto-Programmen so ein bisschen Schwierigkeiten, weil die das noch nicht können. Das ist also da so möglich. Und in den Einstellungen unter Linux gibt es auch, müsst ihr mal so ein bisschen nachsuchen auf den Webseiten, für die Konfigurationsdetails so eine Zeile, was für mathematische Algorithmen man für Signaturen und Hashes und sowas haben will. Also das geht schon sehr tief in die Details rein. Und das kann man selber beeinflussen. Das war das, was ich vorhin meinte, wo dann irgendwann mal gesagt wird, dieses Verfahren ist jetzt unsicher, also müssen wir es rausschmeißen. Und das kann ich durch so eine Konfiguration explizit sagen, dass ich sage, ja gut, die sind zwar alle recht tolerant, aber ich möchte nur die absolut neuesten und absolut sichersten Verfahren anwenden. Auf der anderen Seite schmeiße ich mir damit allerdings diverse Clients raus, die das noch nicht können. Muss man nur so ein bisschen reinschauen. Ich würde sonst, wenn ich mal so auf die Uhr gucke, vorschlagen, ich habe auch den Vortrag zum PGP noch mit in der Tasche. Wenn drüben nicht schon die Abbauhektik losgegangen ist, können wir uns da gerne im Zelt nochmal kurz zusammensetzen, wenn ihr da noch Fragen habt. Oder auch hier? Ja, okay. Das, wie lange habt ihr noch? Ich würde sehr gerne, aber ich kann leider nicht. Ich muss von der Hannover. Ja. Ich kann ja mal, damit ihr dann zumindest für das Video das offizielle durchhören. Ich glaube, Fragen haben wir jetzt schon diverse beantwortet. Ich sage jetzt schon mal danke für die Aufmerksamkeit, dass ihr dabei geblieben seid. Wenn ihr aus der nördlichen Region kommt, um Flensburg rum, kann ich euch als Anhaltspunkt noch die Webseite von der LUG Flensburg ans Herz legen. Da veröffentlichen wir unsere monatlichen Termine immer. Die nennen sich dort Linux Einsteigerabende. Da haben wir jetzt schon in diesem Jahr noch keine Termine dazu gehabt, weil das wenig nachgefragt wurde. Wir machen es eher so auf Zuruf, wenn jemand vorbeikommt und speziell Fragen dazu hat. Entweder kurz bei uns vorher ankündigen oder aber da ist eigentlich immer jemand bei, der da technisch zur Auskunft geben kann, dass wir da Rede und Antwort zu solchen Themen wie Mail und